Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Pack Opening. Wie versprochen in Season 5 endlich das Pack Opening. Ihr seht, ich habe auf 100 aufgefüllt. Ich fange sofort an, kommentiere wie immer in jedem anderen Pack Opening habe ich das genauso gemacht. Nicht jedes Pack, nur da wo ich sage, dass es sich tatsächlich auch lohnt, feuerfrei. Viel Spaß, Daumen da lassen, Abo da lassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Vielen Dank. So, nebenbei mal das Headset auf. Setzen. Och, bitte nicht gleich mit einem Skin anfangen, den ich nicht unbedingt geil finde. Ach, egal, wir wollen ja nicht undankbar sein. Das war das Level 5 goldene Apex Pack aus dem Battle Pass übrigens. Oh, eine Pose für Loba. Na schön. Die rüsten wir gleich mal aus. Crafting-Material, was ist denn bei Episch? 200, okay. Also so richtig aktuelle Wünsche für irgendwas Besonderes in den Packs habe ich jetzt nicht. Erbstücksplitter wäre natürlich geil. Glaube ich aber bei meinem Glück nicht dran. Noch eine... Das ist ein Skin. Okay. Also episch ist er jetzt für mich nicht, der sieht für mich eher selten aus. Oh, noch was Episches. Ein Hemlock-Skin. Ach, das ist dieser. Der sieht eigentlich gar nicht so blöd aus. Finde ich ein bisschen schade, dass man vom Pack aus das nicht als Favorit einstellen kann. Wenn ich das jetzt aktiviere, ist wahrscheinlich meine Favoritenliste aus. Oh, da haben wir wieder was Legendäres. Wow. Sehr nice. Oh, der ist schick. Also das sage ich immer wieder vor. Ich kenne die ganzen Skins, die meisten gar nicht, weil ich die bewusst mir nie alle reingezogen habe, weil ich mich bei den Pack-Openings immer überraschen lassen will, was da so auf einen zukommt. Bis auf eine Handvoll Skins, die man sich mal reingezogen hat. Schon wieder was Legendäres. Krass. Oh! Ein Octane-Skin. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, der sieht zwar geil aus, ich finde, das hier gefällt mir überhaupt nicht. Also ich war noch nie Fan von diesen Octane-Skins, weil das, keine Ahnung, hat zwar was, aber ist nicht meine Welt. Heute läuft's, was ist hier los? Oh, wie geil. Ein Flatline-Skin. Der sieht geil aus. Hat aber so ein bisschen was von billig Fast and the Furious Tuning mit diesen Flammen. Aber sieht ultra stark irgendwie aus. Sehr edel. Also ich habe jetzt nach 16 Packs viermal episch, inklusive das goldene Apex Pack. Das ist eine Ausbeute, die kann sich sehen lassen. Ach doch, ein Skin für Loba würde ich ganz cool finden.
Also natürlich ein legendärer Skin. Hab jetzt schon 3 seltene für Lova gezogen. Wie in jedem anderen Pack-Opening-Video könnt ihr euch natürlich gerne in den Kommentaren mal auslassen, was ihr schon so für Glück hattet oder was euer meiner Meinung nach, welches Gefühl ihr habt, wie viele Packs habt ihr schon geöffnet, seitdem ihr Apex zockt und wie hoch eure Glücksrate ist. Also für die, die das nicht wissen, ich habe tatsächlich fast 500 Apex-Packs öffnen müssen, um mein erstes Erbstück zu bekommen, bevor dieses Splitter-System eingeführt wurde. So, wieder was Episches. Immer. Zack. Schöne Heckansicht von Loba, ist klar. Kann man machen. Hieran merkt, also es kommt einiges von Loba. Man merkt, ich habe echt schon verdammt viele Packs geöffnet. Da war wieder der Beweis. Na, so langsam hat mich das Glück verlassen, habe ich das Gefühl. Leoparden-Style. Naja, sieht ein bisschen, möchte nicht nuttig sagen, sagen. Boah, ganz ehrlich, was ist das für ein hässlicher Rahmen? Dreimal blau. Krass, wie viele Loba-Skins da jetzt schon dabei sind. Aber es muss ja unbedingt selten sein. Und viel Crafting-Material. Das ist halt das Positive. Wenn man dann schon viel geöffnet hat, kommt auch viel Crafting-Material irgendwann. Krass, gleich 2 Loba-Skins. Ah, das ist schon crazy. Und der hat auf jeden Fall was. Wie sieht der so aus? Was ist denn das? Ein Schlangenmuster. Und ja, wieder 200 Crafting-Material. Komm, da kann ruhig mal was Episches für Loba dabei sein. Wenigstens so. Schade, ich habe gar nicht vor Start des Pack-Openings geschaut, wie viel Crafting-Material ich habe. Ich bin mal gespannt, wie viel ich nach dem Pack-Opening habe. Was Legendäres. Bitte nicht. Ja, sieht für mich auch nicht legendär aus. Wie der Wraith-Skin ganz am Anfang. Also für mich ist das maximal episch, mehr aber auch nicht. Es gibt seltene Skins, wie aktuell der Battle Pass von Season 5. Seltene Skins ganz am Anfang, die sehen legendärer aus als dieser Skin, ganz ehrlich. Schade.
Wir sind gleich bei der Hälfte angekommen. Mal schauen, wenn ich genug Crafting-Material habe, könnte ich mir ja eventuell mal sehen, eine Loba-Skin so zu legen. Wobei ich den Standard-Skin von Loba schon mega, mega geil finde. Genauso bei Revenant, der Standard-Skin, den finde ich auch eigentlich total geil. Hören wir hier mal rein. Sehe ich schon. Alternator Skin hat was. Ah, ich habe schon zu viele schöne Alternator Skins. Wobei man zu viel nie haben kann. Gibt einen tiefen Einblick. Ach, siehe da. Ein epischer Skin. Der sieht auch am Pathfinder, das war einer meiner ersten epischen Skins für den Pathfinder, sieht das auch geil aus. Aber mir gefällt immer noch der Standard-Skin besser. Okay, wir haben noch ein Drittel vor uns. Oh, es wird ja wieder mal Zeit. Oh, ein Finisher für Mirage. Ich spiele den selten, aber jetzt, wo er so gebufft wurde, ist er wirklich heftig. Oh, jetzt geht's aber wieder los hier. Noch ein Finisher, ich flipp aus. Für Bloodhound. Oh, der ist frech. Der ist richtig frech. Der gefällt mir. Richtig geil. Er pickt Arthur nochmal richtig schön im Gesicht rum. Stark. Mein Lieblingsfinisher übrigens immer noch, könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, was euer Lieblingsfinisher ist.
der von Wraith mit dem Portal, wo sie erst auf dem Gegner, ich glaube, einprügelt und den dann ins Portal schmeißt. Den finde ich so ultra stark. Leider spiele ich Wraith doch dann eher selten. Wenn ich jetzt Erbstücksplitter ziehen sollte, werde ich mir auch kein Erbstück aussuchen. Weil ich aktuell... Ich wollte eigentlich unbedingt die Pathfinder-Handschuhe haben. Nach dem Nerf spiele ich den aber so gut wie gar nicht mehr. Weil ich den echt heftig finde, den Nerf, ganz ehrlich. Und brauche ich jetzt auch die Boxhandschuhe nicht mehr. Aktuell würde mir jetzt das Messer von Wraith noch mit am besten gefallen. Die ich aber leider nicht spiele. Oder die Bloodhound-Axt. Ich glaube, ich warte erstmal bis zum nächsten Collection-Event, wo dann das nächste Erbstück vorgestellt wird. Ich ahne aber übrigens, dass Mirage die nächste Legende sein wird, die ein Erbstück bekommt. Und das soll wohl eine Spielfigur von ihm selbst sein. Als kleiner Hinweis noch was Legendäres. Okay, akzeptiert. 600. Hätte mich jetzt echt über einen Loba-Skin gefreut. Schauen wir hier nochmal rein. Okay. War es der Sound vom Teleport? Zwei epische. Habe ich auch lange nicht gehabt. Ein Waffencharm. Ah, ein Phoenix-Kit, auch cool. Gleich noch eins. Immer her damit. Okay, eine Lifeline-Pose. So, noch 8 Packs. Mal gucken, ob ich nochmal Glück habe mit irgendwas Tollem. Doch was. Oh. Sexy. Jawohl. Der gefällt mir. Ein richtig schicker R45 Skin. Den rüsten wir doch glatt mal aus. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Letztes Pack. Okay. Ja, keine so schlechte Ausbeute. Der 99 Skin, der 45 Skin, die zwei Finisher von Bloodhound und von Mirage haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten war es relativ okay, sehr loberlastig, weil ich schon sehr viele Packs geöffnet habe. Das war's von dem Pack-Opening. Ich hoffe, ihr seid bis zum Schluss dran geblieben. Würde mich über jeden Daumen nach oben freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Seid ihr neu? Bei mir gibt es auch Tipps und Tricks und aktuelle News-Updates. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.